wegen der Vergiftung. Da sind wir beide, ne? Das ist auch so, dass es nicht möglich ist. Doch, weil wir waren zu Hause mit der ganzen Stadt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Hier wird auch was eingeleitet, wir bleiben auch leider zu geschwächt, aber ich glaube, wenn man da so wie so auf der Hand hier, dass ich das dann auch kriege, was er da aufgeschrieben hat, das ist alles lecker. Also er war absolut dadurch vorvisiert, dann hat er uns das Bescheid, dass er nichts hat. Also er dachte, Geld nur was tun und macht sowas nebenbei. Einfach so dumm, auch von allen anderen würde ich, von diesen anderen Kellerärzten würde ich Lebensleute machen, weil man passt darauf, dass dann keine Vermögenswerte verschwinden jetzt. Das ist ja so viel Geld, was man schuldet, also dass das sowieso dieses Vermögen nicht reicht. Auch hier von Professor, Professor Doktor, man hat das ja vorher schon nicht benötigt, da hat er auch schon nachgelassen, dass uns die E-Mails abgelegt haben. Reagiert, wenn ich sie so mit ihrem dummen Kopf drauf bekomme, dass mir dann alles von mir sperrt. Das ist alles, was ich an dieser Angst habe. Jetzt sieht man, was man hier weiter gegen uns macht. Und, das wird man nicht unterbinden. Also, ich wünsche keinerlei persönlichen Kontakt. Das hat nichts mit Arroganz oder so zu tun und wollen nicht mit dem Kopf, sondern wir können uns nicht richtig ausdrücken. Das möchte ich nicht. Dass man mit seinem dummen Kopf da irgendwelche dumme Schlussfolgerungen zieht und sich darüber freut. So wie es mir gestern wieder ging, immer wieder einmal, dass ich mich entschuldigen muss. Da habe ich keine Lust zu. Man hat ja auch gemerkt, wie wir da die ganze frische Luft hatten. Man war ja nachmittags nochmal da. Die beiden, die uns bekannt sind, haben sich bekannt. Das hat gesagt, hat der Besten der Mathe. Dann haben sie gemerkt, dass ich einfach so was reden kann. Ich war den ganzen Tag in der frischen Luft. Das ist der kleine Unterschied gewesen. Irgendwann muss die Vergiftung nochmal nachlassen. Man kann natürlich nicht an uns ran, aber wir werden schon Tempo machen müssen, dafür das auch müssen. Also wir wurden richtig weiter gehetzt, man wurde noch irgendwas versuchen. Deshalb, wir müssen noch abbrechen. Da läuft nichts mehr zusammen, das haben sie bestimmt auch schon gemerkt. Das ist einfach zu doll, was man alles gemacht hat. Möchte ich jetzt, dass es anläuft und dass man jetzt zuerst hier eine Wohnung braucht. So, und ich möchte auch noch mal was zu der Wohnung sagen. Fällt mir auch noch ein, der Mathe. Sagen wir auch noch mal, fürs Dings, ne? Fürs Vormundschaftsgericht. Ja, hier geht jetzt eine zu, wie auch anderes. Also, zweite oder dritte Etage, der Mathe. Ja. Eine Wohnungsdecke, die meinetwegen massiv aufs Beton ist oder irgendwas, ne? Aber kein Holz oder so, weil wieder irgendwas durchdringen kann von unten. Dass wir das auch diesmal richtig schön abdichten können. Also, das wollen wir nicht normal erleben. Und zweite und dritte Etage müssen wir machen, weil man sich auch immer unter die Fenster stellt und da den Joint braucht oder das ausgießen kann. Ne? So, und, so, dass wir auch die Treppen mit unseren Schottern haben. Also am besten keine Wärmetreppen, sondern schöne Treppen. Dann aber. So, und 1A Wohnlage. Wir brauchen absolute Ruhe. Ne? Weil das wollen sie ja nun doch nicht, dass wir noch psychische Probleme haben. Sehen sie wir auch nicht. Und wir sind keine Stadtmenschen, wir sind Landmenschen. Sowohl meine Frau, das hast du jetzt beschrieben, Lennart, als auch ich. Kein Wunder, dass du auch in der Situation mich an den Locken hast. Und heute wissen wir, dass es so wenig wahr war. Alles geleitet. So, und wir können Ihnen auch schon sagen, was unsere Winteroffensive wird, Herr Nadi. Unsere Winteroffensive wird, weil wir versprechen uns jetzt nicht mehr viel, weil die Behörden noch immer weiter täuschen, dass wir hier noch was ermitteln. Wir werden jetzt erstmal diesen etwa 150 Straftaten nachgehen, die wir dann auch aufdecken können. Und das wollen wir uns einfach noch ermitteln. Herr Nadi? Wo wir da die Beweise gefunden haben. Man verändert nicht umsonst alles, dass wir den Rest der Wohnung nochmal durchsuchen können. Das wird wahrscheinlich unsere Winteroffensive sein. Wir sehen das noch. Ich möchte nochmal sagen, wir hätten ganz dringend mal einfach Ruhe nötig. Ne? Einfach nur mal ein paar Tage Ruhe, damit wir mal zu uns kommen. Ne? Wir werden auch dies Weihnachtsfest, wenn wir es überhaupt erleben, Ruhe betäubt erleben. Das ist sowieso näher unsere schwerste Zeit im Dezember, wenn wir uns die Hände überlassen. Weil dann denken wir natürlich an unsere ermordeten Armen.
noch meine Frau, das ist ja sehr schwer. Aber das wollten wir nochmal sagen mit der Wohnung, ne? Also zweite oder dritte Etage. So, wir können erstmal das Treppenhaus nicht machen. Das müsste man erstmal machen. Man müsste auch von links auch mal die Wohnung sauber machen. Aber dann müssen wir uns melden, wir müssen sie noch bis hinten mal abnehmen. Wissen wir nicht, ob wir das einfach so noch mehr Zimmer sind. Das müssen wir einfach erstmal sehen, wie das abläuft. Das möchte ich auch sagen, sonst haben wir was vergessen, was wir nehmen. Ach so, es wäre wünschenswert, ja, dass wir den Keller haben. Ne? Also darauf möchte ich nicht nochmal verzichten, das ist eine Fläche. Und setzt euch dann den Balkon. Ne? So, und es wäre schön, wenn wir da auch eine Satellitenschüssel anbringen. Ne? Obwohl wir wahrscheinlich jetzt mal ganz verzichten müssen. Aber wäre schön, dass wir es machen können, weil, auch wenn wir die Sprache nicht verstehen, aber wir gucken es natürlich Wissenschaftler in Long Island aus der ganzen Welt. Weil es reicht, was wir sehen. Das wäre schön. Aber wahrscheinlich werden wir sowieso kein Fernsehen gucken. Aber beeinflusst über das Fernsehen und sollten FCDR-Bürger hier zuhören. Sie werden im Osten wahrscheinlich immer noch über das Fernsehen, über diese Kopfstation beeinflusst. Kein Wunder, dass sie sich dann in aller Ruhe ausbreiten können. Das ist so, als wenn ich Ihnen einen voll den Willen aufdringe. Das ist so, als wenn ich Sie an der Hand nehme und Sie genau führe, was Sie machen wollen. Ganz einfach. Sie machen es mit Ihrem Kopf und Sie merken es nicht. So soll es auch sein. Sie können, wenn Sie Tageszeitung haben und vergleichen können, können Sie Radio hören, da kann man Sie nicht beeinflussen. Da kann man Sie nur anlügen und nerven mit Musik und irgendwelchen anderen Spinnereien. Aber da kann man Sie nicht so beeinflussen, dass Sie es nicht mitkriegen. So, wenn Sie dann auch mal mit Zeitung haben und damit vergleichen können, sonst hat man überall belogen und dadurch in der Welt unmöglich gemacht. Und wie uns denn mit mal die Bundesregierung, beispielsweise Leute aus der Schnarrenberger und hier dieser Penner in Schwerin und der Penner aus Rostock direkt, ich kann mich nur noch erinnern, der Penner in Schwerin direkt im Schloss und der Penner aus Rostock am Alpenstrom und Wannemünde an der Brücke, da stand er. Und wie sie uns gedroht haben, nehmen wir an, dass man uns andauernd schon gedroht hat. Und das Fernsehen für alle sichtbar. Wo wir dachten eben, wir haben sowieso kein Fernsehen geguckt, das wussten sie. Das haben sie sofort ausgeredet unter Hypnose, dass es nicht für uns war, dass es eine Täuschung war von der Stasi, die das eingespielt hat. So, das hat man nachspielt, ich lasse mich nicht bedrohen. Sie spinnen wohl ein bisschen. Sie sind kriminell und halten sich ja keine Gesetze und wollen uns bedrohen. Sie merken wohl nichts oder? Das werde ich Ihnen noch zeigen. Sie werden noch Macht und Reichtum kennenlernen und Charakter und so weiter. Sie kleinen, dummen, primitiven Männer. Nehmen zu, dass das hier alles läuft und dann können Sie wieder in Ihrem Leben spielen. Oder nicht? Also stellt sich heraus, dass das noch war. Ja, das hat erstmal nachspielen. So, und fangen Sie an hier, ich sage, möchte nochmal der Welt sagen, wir kriegen hier keinerlei Auskünfte irgendwas. Das ist ein Polizeicomputerstand und was weiß ich hier. So, und Schufa, das ist ein Riesending, ich möchte Schufa nochmal ansprechen. Ach, Vormundschaftsgericht, Kontakt zur Schufa. Schufa bevormunden, dass uns endlich Auskünfte gibt. Selbstverständlich bezahlen wir das, ne, Mathe? Das lasse ich mir nicht nachsagen. Ne? Oder nicht? So, und fangen Sie endlich an, was auf unser Konto zu spenden. Keiner spendet uns was auf der Welt, ne? Das müssen wir uns nicht mehr überlegen. Die ganzen Mecklenburg-Vorpommern, diese ganzen Idioten, sie fangen an und spenden hier, ne? Da sind wir noch lange nicht durch. Aber das wird die Welt auch schon verstanden haben, warum sich da keiner meldet. So, und ich will aber eine Immobilienlage. Wir wollen hier endlich Geld sehen. Was bilden Sie sich ein? Also Vormundschaftsgericht. Sofort nochmal Auskunft. Jobcenter Westheit, da mal hinzuschreiben. Ich werde das schriftlich haben. Nicht nur per E-Mail, dass ich keine Immobilien habe. Weil da sind welche, und das wissen Sie auch. Sie lügen ganz kurz. Damit wollte man die Welt täuschen. Das sind Deutsche beseitigen. Ne? Weil ich habe das schon nachgewiesen und deswegen nochmal schriftlich auch, wenn ich sie schön vor Gericht kriege. So Vormundschaftsgericht und dann auch Randa, Mecklenburg-Vorpommern, ne? Dass ich da vernünftig aussehen kriege. Ich glaube, das da mit Grundbegabt und so weiter. Ne? Ja, ich tut mir leid, Sie denken, der nervt nur, was will der bloß mit uns? Ja, Sie sind Vormundschaftsgericht und dann bevormunden Sie den auch, wenn die sich nicht alle Gesetze haben, oder? Sonst kriegen wir riesige psychische Probleme. So möchte der Welt sagen, wir wissen nicht anders, wie wir eine Wohnung finden.
hoffen, dass wir dadurch jetzt die Wohnung kriegen. Es ist unglaublich. Wir haben denn diesen Stempel, dass wir selber das Vormundschaft gekriegt haben. Und der wird dann noch drin stehen hier, Notiz am Rande, sie wollten nicht aus ihrer Wohnung raus. Wir mussten sie noch mit Gewalt zwingen, in die andere Wohnung anzuziehen. So, die andere Wohnung, da werde ich auch gleich Materialien haben, dass ich die auch schön, dass die Tür schön sicher und alles andere, die Fenster schön sicher und alles andere. Weil ich erinnere mal, wir haben ja schon mal eine dritte Etage gewohnt in Dego. Da sind sie einfach nur in der Schlafzimmerfenster hinten reingesprungen und dann war es auch so. Und aus der Wohnung zu kommen. Das sieht ja auch normal aus. Also auf jeden Fall Sicherheit, die Wohnung total voll. Sonst ziehe ich da nicht immer noch mal. Das sollte ja wohl jedem klar sein, besonders die Tür. Da braucht sich da keine Sorgen machen. Also ich möchte keine Glastür haben oder sowas. Und den Rest verstecke ich immer. Also. Und das kann man mir ja ganz leicht abmachen, das nichts mehr zu bringen. Ja, dann gehört die Tür bloß eine neue Farbe und dann ist alles gut. Auch diese Tür hier, da wird nichts zu sehen sein. Die Woche noch nicht. Monate? Das fällt vielmehr eben daran, ja, ich habe riesige Probleme, ich möchte abbrechen. Danke.